Im Stade Tourbillon ist die erste Halbzeit leider sehr arm an spannenden Szenen. Nur gerade zwei sind erwähnens- und zeigenswert, und zwar die erste aus der 37. Minute. Nach einem Einwurf für den FC Sion vom Arno Bühler, der Karim Joda auf Alvaro Dominguez. Der Costa Ricaner mit dem langen Warten. Man hat eigentlich schon das Gefühl, er vertrippelt sich, bringt sich dann aber gleich in Abschluss und verpasst dann nur knapp. Kurz darauf aber ein guter, schnell vortreitender Angriff von den Berner Young Boys mit dem Moreno Costanzo, der schliesslich selber probiert und der andere ist Vanins prüft. Tolle Parade vom lettischen Nationalgoalie. So aber bleibt es beim 0-0 nach 45 Minuten. Der Moreno Costanzo ist der Beste in dieser Partie an diesem Nachmittag. Und das zeigt er eindrücklich bei der nächsten Szene. 48. Minute. Der Moreno Costanzo mit einem Doppelpass lanciert er sich gerade selber und mit einem Spitzkick gelingt ihm, den Sio-Goalie Vanin zu bezwingen. IB mit dem 1-0 für sein Engagement eindeutig zu Recht belohnt. Die Young Boys entführen die avisierten drei Punkte aus dem Stade Tourbillon. Das ist klar geworden, Emmanuel Majuka nach 73 Minuten zum 2-0 für die Hauptstädter trifft. Der Majuka ist eben gerade vorher für Henri Bienvenu eingewechselt worden und schiesst mit dem ersten Ballberührungsgoal für IB. Mit dem Sieg beim FC Sion bestätigen die Berner ihre gute Form in der Rückrunde und sind so weiterhin von Rang 3 aus absolut in der Lourposition. Marina Costanzo in Sion Goal schießen und gewinnen ist sehr, sehr schwierig. Was hat heute der Unterschied ausgemacht, dass ihr so einigermaßen souverän geschafft habt? Ja, wir sind defensiv sehr solid gestanden. Wir haben fast nichts zugelassen, 100%ige Chance haben fast keine gehabt. Und offensiv sind wir sehr effizient gewesen. Und ja, das war heute der Unterschied gewesen. Es hat auf beiden Seiten eigentlich wenig wirklich gute Tormöglichkeiten gegeben. Da hat es eine Einzelaktion gebraucht. Wie sie sie gemacht haben, das wichtigste Goal gewesen, was sie machen. Ja, sicher ist es wichtig, dass man hier in Führung geht, weil in Sion ist es nie einfach, das haben wir gewusst. Auch die Platzverhältnisse waren nicht optimal gewesen. Aber ich denke, der Sieg tut uns allen gut, mir persönlich auch. Und ja, es ist wichtig und jetzt freuen wir uns auf den FC Basel zuhause. Jetzt haben wir zum ersten Mal in dieser Saison dreimal hintereinander gewonnen, den dritten Platz gefestigt, jetzt kommt Basel, sind ihr parat? Ja, ich denke, wir sind in einer positiven Phase und wie Sie es schon angesprochen haben, wir haben dreimal hintereinander gewonnen und das zeigt natürlich, dass positive Moral da ist und wie gesagt, jetzt freuen wir uns auf den Kampf am Sonntag. Herr Dalton, on dirait que le FC Sion a fait fureur pendant 10 minutes et après cet étiolé, il n'y a pas eu grand chose à part le début de match. C'est vrai que, à mon avis, c'est notre pire match. Je pense qu'on aurait dû faire autrement. C'est un match qu'on doit apprendre beaucoup, mais on ne peut plus répéter cette performance dans ce championnat si on veut avoir quelque chose encore dans ce championnat. Mais je suis convaincu qu'on espère encore raccrocher des places. Et puis il va falloir travailler et puis se réveiller parce que ce n'était pas un match de notre niveau. Surtout, vous encaissez le but au tout début de la deuxième mi-temps. On espérait une réaction de votre part et il n'y en a jamais eu. Oui, c'est vrai qu'on n'est on est pas du tout bien rentré dans la deuxième mi-temps. On n'a pas eu le ballon pendant, je sais pas, 3, 4, 5 minutes. Et ça, c'est inadmissible dans un match chez nous. Et une équipe comme nous, qui aime bien toucher la balle, qui aime bien avoir la possession du ballon, bon, bah, il va falloir se remettre en question tous les joueurs. Il n'y a pas grand-chose à cacher. On a été vraiment transparent. Et puis, il va falloir relever la tête le plus vite possible. Travailler beaucoup et puis se racheter dans le prochain match, qui ça va être un match très important contre Lucerne. Il va falloir sortir un gros match.